Herzlich willkommen bei Harz und Widerspruch. Mein Name ist Philipp Hammerich. Ihr kennt mich vielleicht von der Sprechstunde Harz. Heute bin ich mal mit einem ganz anderem Thema für euch da, nämlich mit dem Blick hinter die Kulissen. Die sind wahrscheinlich alle hier etwas kamerascheu, weil normalerweise kommt hier niemand her. Wir sind eine reine Online-Kanzlei. Älter als ich wird es hier nicht mehr, alle jünger als ich, bin der Älteste hier. Die Fächer werden immer die Bescheide eingeordnet, die hier ankommen und dann dem jeweiligen Bearbeiter zugeordnet. Ja, und hier seht ihr unseren Bildschirm mit den aktuellen Zahlen. Da können wir immer sehen, wie viele Likes wir bei Facebook haben, wie viele Bescheide offen sind. Damit wir immer genau wissen, was noch zu machen ist, laufen ja auch viele Fristen, die wir einhalten müssen. Das ist im anwaltlichen Bereich ja leider so. Es ist natürlich immer so ein bisschen unter Druck und das müssen wir natürlich immer im Auge haben. Ja, hier kommen wir in den Support rein, immer wahnsinnig zu viel zu tun. Und dann gehen wir ganz nach hinten in die Ecke. Da ist der Niklas. Niklas ist nämlich der Chef des Supports. Was machst du denn gerade? Moin. Jetzt gerade kümmere ich mich darum, dass die Daten im System richtig liegen. Sonst kümmern wir uns hier hauptsächlich um die Kommunikation. Also hier kommen alle Telefonanrufe an, hier kommen alle Mails an, alle Faxe, die Kollegin bearbeitet da drüben WhatsApp, ja, das machen wir hier. Das ist sozusagen unsere Schaltzentrale. Geh mal rüber in die Geschäftsführung. Da sind zwei Rechtsanwälte in der Geschäftsführung, zwei Nicht-Rechtsanwälte. Schauen wir einfach mal rein, ich weiß auch nicht, ob alle da sind. Zu dritt sind wir jetzt hier gerade. Das ist Rechtsanwalt Jan-Friedrich Strassmann, der die Hartz-IV-Abteilung vor allem leitet, Marco Klock. Ja, Geschäftsführung nach außen und eben das Marketing. Ja, wir machen gerade vieles. Machen wir als erste Kanzlei in Deutschland TV-Werbung. Sender können wir noch nicht verraten, aber irgendwo im privaten Bereich. Dann machen wir noch Plakatwände, die wir vor den Jobcentern platzieren wollen. Natürlich mit so ein paar witzigen Sprüchen. Das wird ganz gut, glaube ich. Hier sitzt normalerweise der Philipp, der unsere Software leitet. Hier sitze ich, aber ich laufe jetzt ja gerade ins Büro, insofern sitze ich nicht da. In die Marketingabteilung rein, weil genau das, was der Marco gerade berichtet hat, das machen unsere Jungs aus der Marketingabteilung. Die Marketingabteilung, wie gerade schon gesagt. Hier passiert alles, was ihr nach außen von uns seht. Werden die Videos für die Sprechstunde Harz geplant. Hier laufen auch alle anderen Planungen für TV-Werbung, wie der Marco gerade gesagt hat. Oder eben entsprechend Werbung, die wir an Plakaten aushängen. Ich will mich hier einmal noch mal kurz drehen, euch einen kleinen Einblick geben. Da sieht man unter anderem auch heute die Roomtour, die wir halt gerade ja filmen. Das ist ein ganz wichtiger Bereich für uns hier, das Marketing. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal weiter. Ein bisschen was gibt es noch zu sehen. Gehen nochmal zu den Rechtsanwälten rüber. Wir haben ja mal eine Mischung aus juristischen Mitarbeitern, die nicht alle Rechtsanwälte sind. Fast jeder Platz belegt, wie ihr seht. Und dann gehen wir mal zur Diana hin, die hier bei uns Rechtsanwältin ist. Ja, Diana, magst du mal erzählen, was du gerade machst? Ich schreibe gerade einen Widerspruch. Die Rechtsanwälte bei uns machen nicht nur die Widersprüche, sondern machen natürlich auch die Gerichtspost. Das heißt, wenn über euren Widerspruch nicht rechtzeitig entschieden wird oder falsch entschieden wird, dann legen wir Klage bei Gericht dagegen ein. Also es ist schon eine Menge Arbeit, aber es macht auch sehr viel Spaß. Wir machen richtig viel Klagen inzwischen, weil die Jobcenter natürlich nicht immer glauben, was in unseren Widersprüchen drinsteht. Und dann müssen die Gerichte ihnen erst erzählen, dass das alles so richtig ist, wie wir das gesagt haben. Und spätestens bei Gericht wird es dann in der Regel erfolgreich. Gut, dann gehen wir mal hier hinten links rein in die hinterste Ecke. Ganz am Ende sitzt der Schükri. Wollen wir den mal befragen. Schükri ist Rechtsanwalt. Hallo Schükri, wie geht's dir heute? Ja, ganz gut. Das ist gut. Schicke, willst du mal erzählen, was du hier den ganzen Tag so machst? Also im Moment mache ich so ein bisschen Gerichtspost, Anfragen beantworten, Korrespondenz mit den Gerichten. Ja, da habt ihr mal so einen kleinen Einblick hier gesehen in den Bereich, wo die Rechtsanwälte sitzen. Ja, ich werde euch jetzt nochmal zeigen, wo wir die Sprechstunde Harz drehen. Hier ist die Abstellkammer. Da gehen wir jetzt nicht rein, da sieht es nämlich wild aus. Raum, wo die YouTube-Videos gedreht werden. Tür ist zu. Ich habe einen Schlüssel. Ja, hier landen wir nämlich gleich direkt bei der Sprechstunde Harz. Ja, sieht gar nicht so aus, wie die Sprechstunde Harz sonst aussieht. Ihr seht da nämlich einfach im Hintergrund dieses grüne Plakat. Und da zaubern unsere Jungs aus der Marketingabteilung dann das rauf, was hier sonst im Hintergrund sitzt, wenn ich da sitze. Ja, dann gehen wir einfach mal weiter wieder in die spannenden Teile. Ja, und unser letzter Weg führt uns in unsere Freizeiträume, kann man fast sagen, ist eher unsere Küche. Müssen wir ja zum Büro rausgehen. Da würde man rausgehen, wenn man Rightmart verlässt. Wir wollen Rightmart aber nicht verlassen, sondern laufen jetzt in unsere Küche rein. Hier essen wir eigentlich regelmäßig alle zusammen Mittag, manchmal auch zusammen Abend, manchmal wird es halt sehr spät und dann sitzen wir auch zusammen zum Abendessen da. Wir können sich in die Mitarbeiter auch so ein bisschen entspannen. Wollen wir rübergehen zum Kickerspielen. Ich werde mich mal dazugesellen. Teams werden hier gebildet nach guten und schlechten Spielern. Die schlechten Spieler kommen alle ins Team Jobcenter, die guten Spieler kommen alle ins Team Rightmart, damit es so ist im wirklichen Leben, dass Rightmart gewinnt und die Jobcenter verlieren.